Hi Leute, der Samu hier. Wir sind wieder am Start, was die nächste Fahndung angeht. Und wir befinden uns in der dritten Fahndungsperiode. Und ich gehe mal kurz drüber. Da seht ihr, ich muss dazu sagen, ich habe versucht, nach den ganzen Updates, die kamen und die das eigentlich hätten ändern sollen, was die Prozentanzahl angeht. Habe ich Civic Center und Two Bridges nochmal neu gespielt, um zu sehen, ob sich da was verändert. Aber ich hatte beim ersten, nach dem Civic Center, auch schon wieder 23% nur und dann hier jetzt nach Two Bridges 47%, wie man hier sieht. Und wir gehen jetzt mal den Financial District an und schauen uns, was uns danach, lassen wir uns überraschen. Vielleicht haben wir dann nur 71 oder 72, wenn wir Glück haben. Schauen wir mal. Ne, so, auf jeden Fall Financial District ab ins Ufer, Uferkontrollpunkt. Sehr, sehr cooler Kontrollpunkt tatsächlich. Und wir tackeln das Ganze im Moment mit dem grausamer Anordnung-Bild, im Sniper-Hybrid-Bild. Was ich ja echt sehr, sehr genieße zu spielen. Ne, also ich finde es absolut, ein absolut geiles Bild. Das ist natürlich lustig erstmal. Oh, das ist uncool. Ja. Oh oh. Okay, das hat direkt schon, das hat direkt schon ein K.O. sein. Fuck, das ist es. Jetzt gehen wir drauf. Ja, war klar. Ja, das war ein sehr guter Start, ne? Oh, jetzt bauen wir halt bei unseren Nichtskönnern neu und schauen wir, dass wir das von hier aus regeln. Wenn ich doch nur besser treffen könnte, so. Wenn es da mal funktioniert, ist es ein abgrundtief geiles Bild. Ah, guck mal hier. Ich liebe das hier, wie du deine eigenen Fehler einfach ein bisschen ausmerzen kannst, dadurch, dass du ein bisschen Dauerfeuer drücken kannst, ne? Okay. Geh mal ein bisschen hier hin. Ich glaube, hier ist es definitiv besser. Dann dürfen wir den Rest aufbekommen. Oh, muss gucken. Ja, hab ich gemacht. Okay, haben wir den Boss schon. War noch welche da? Geil, die grausame Anordnung hier einfach ist in dem Bild. Das ist so geil. Oh, ja, der hat sich versteckt. Okay, den gehen wir pushen. Den gehen wir pushen und dann nehmen wir da oben die Position ein. Na. So, ich glaube, der Spot ist ganz gut. Oh, ein bisschen Muni wäre gut. Das ist der einzige Nachteil. Die könnten ruhig mal ein bisschen was an der Muni drehen für Gewehre und für Sniper, dass man da ein bisschen mehr dabei hat.
Die haben gar keinen Bock. Ah, okay. Wir spulen mal ein bisschen und gucken mal, was da los ist. Irgendwas ist hier, immer ist hier faul. Ich hoffe, dass das jetzt weitergeht hier nach. Aha, also sag mal, das war ein bisschen blöd. Ich war hinten, habt ihr eben nicht gesehen, ich war hinten an der Propaganda. Und hab dann da noch ein paar Gegner kalt gemacht, aber irgendwie. Ey, das ist ja auch cool. Oh. Das ist ja auch ein cooler Boss. Ja, du hast dich schön in die richtige Richtung gerollt. Manchmal ist es ein bisschen strange. Haut mir auf jeden Fall in den Kommentaren, ob das bei euch hier an der Stelle auch so war. Oh, 52. Supply room access unlocked. Oh, Feuerprobe. Ja, das ist direkt vor uns. Bleiben wir auf dem Bild, bleiben wir erstmal auf dem Bild. So, hier scheinen wir richtig zu sein. Bisschen wenig Muni haben wir am Start. Heißt, wir müssen mal gucken. Oh. Relativ uncool. Und doch hier oben drauf. Ah, yay. So, den schön rausgeholt da. Oh, 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 ich blute. Oh, okay. Oh wow. Oh wow. Ah, jetzt sehe ich sie nicht. Irgendwas ist hier definitiv faul. Waren sie das? Das waren noch andere noch. War doch nicht mein eigentliches Ziel hier. Aber ich brauche definitiv Muni. Oh wow. Habe ich die Schritte doch. Doch deuten können hier. Klar. Das ist ein riesiges Einzugsgebiet hier, großes. Okay.
Ah, die sind überall hier. Ei. Ja, mal gucken. Mit Glück kommen sie beide. Oh, ja. Hier oben auf dem Gebäude. Wie kommen wir da nochmal hoch? Und hier um die Ecke der... Ach ja, genau. Sehr gut. Die Stelle hier ist richtig gut. Was ist denn hier? Ja, das Gute explodiert sowieso. Oh. Bin gespannt. Nice, wenn die beide hier kommen würden, aber ich glaube, hier können wir eh nicht weiterlaufen. Die werden eh zu zweit kommen. Oder? Ne, die werden uns trotzdem runterschicken. Okay, ist doch nicht schlimm. Gehen wir den Weg wieder zurück. Ah, hier? Okay. Passen. Ah, je. Hast du mal den Hammer, wenn es wackelt und du kriegst dann, wenn ich schon so Probleme hast wie ich, dann mit dem Aim, hier mit einer Sniper. Und der ganze Bildschirm wackelt dann noch zusätzlich. Okay, müssen wir noch weiter oder bleiben wir hier? Sieht eigentlich gut aus. Okay, müssen wir mal ein bisschen pushen. Okay. Dann kommen die doch hier raus. Die Nahkämpfer kurz wegholen. Oh, wow. Und vergessen, dass der eine ewig ekelhafte Reichweite hat. Ah, das ist nicht cool. Wir werden mal kurz. Haben wir versucht, das Ganze mal mit Headshots zu regeln. Oh nein, nicht wackeln. Ja, sieht gut aus. Sehr gut. Hab ich ja gehört, ab ins Celebration Hotel. Viele hassen das, ja. Ich finde es eigentlich ganz lustig.
Oh. Okay. Feuerprobe, ab zum Celebration Hotel. So, da sind wir bei herrlichstem Wetter. Das sieht schon gut aus, gell? Aber wie gesagt, ich kann verstehen, wegen der geilen Mucke, die gleich kommt. Oh, wir müssen ein bisschen hinter uns gucken. Wir müssen ein bisschen hinter uns gucken und wir brauchen einen besseren Spot. Wenn wir hier hochgehen. Oh wow. Oh. Oh, der kommt hier hoch, glaube ich, oder? Will er hier hoch? Ne. Ja, wo der hin ist. Okay. Jetzt mir die Medikation, weil da oben, der macht mir mit der Spezialmuni ein bisschen. Eigentlich zum Snipen nicht das beste Wetter, aber. Wofür haben wir die SVD zum Ausgleichen, ne? Rüber. Oh, von dem Spot hier kriegen wir von der Mucke noch nicht mal so viel mit. Werdet ihr sogar noch ein bisschen verschont. Gerade hier ein bisschen krass, an der Stelle ein bisschen Performance-Probleme, seht ihr das? Wird bestimmt primär dem Wetter geschuldet sein. Aber jetzt ist Tutti. Black Task hat auch Bock. Na. Du kannst gerne runterkommen. Sehr gut. Das ist ganz gut hier. Dann können wir reinpushen. Ja, auch schön, dass wir den nicht treffen. Okay. Ob das reicht, wenn wir von hier. Okay, die kommt doch von hier. Das ist natürlich jetzt ein bisschen tricky bei dem Wetter, ne? Ganz klar. Wohl. Hat ein bisschen aufklärt. Na. Aus da. Die ganze Zeit hinter uns da vorne.
sollen eigentlich die letzten sein. Die anderen sollten von vorne kommen, also vom Haupteingang. So. Ich fühle mich in meinem Haus hier so ein bisschen wie Kevin allein zu Hause. Oh, der hat Bock auf Papa. Aber Papa hat keinen Bock auf dich. So. Wo haben wir's? Von hier. Ich glaube, wir pushen runter. Oh ja. Oh, der lässt sich nicht verarschen? Okay. Oh, fuck. Hinter mich Gang geguckt. Der ist weg. Okay, wo fehlt noch einer da? Agent, there has to be something here we're missing. Kelso is the last person who would choose to hang out in the financial district. She hates rich people. Oh, ernsthaft, Agent? Okay. Rogue Agent detected. Ja, das ist natürlich super jetzt. Aber nützt ja nichts, wir freuen uns, gell? Komischerweise kriege ich, wenn ich die Fahndung aufnehme. Gefühlt seht ihr wirklich die meine Rogue Agents genauso oft wie, wie ich sie sehe, wenn ihr meine Videos guckt. Irgendwie sonst, wenn ich normal am Daddeln bin, kriege ich voll wenige. So gut wie gar keine. Wow. Wow, der hat den hier hingeworfen. Oh, ich dachte schon gerade. Alter. Okay. Mal kurz. Medizin. Ei, das ist bitter. Okay. Jawohl. Eines weg, zu dem gehört noch die Sniper Turrets. Sehr gut. Heißt, sind wir hier. Und wisst ihr was richtig geiles an der. Also schade, dass sie nicht erwischt hat, weil der Radius so groß ist. Aber die Blendgranate von der Sniper Spezi. Brutal stark. Richtig krass stark. So. Haben wir den Kram von denen auf und dann geht's weiter. Guck mal. Wildfire Warriors. Okay. Und geiler Name für ein Wrestling-Team. Das reicht um die Ecke, sehr gut. So, weiter geht's hier. Oh, hier ist alles voll mit explodierendem Scheiß. Was weiß ich, bitte, machen wir einmal hier den. Machen wir den. Ach komm.
Na. Was hat denn der jetzt hingeschmissen? Okay, wieder zurück hier. Ah, Moment, das muss ich mitnehmen. Das muss ich mitnehmen. Okay, hier knarzt es schwer. Ach, das Boot hier. Hier kann man das Wasser runterlassen. Alle die eventuell das noch nicht gemacht haben sollten. Das ist ein Neueinsteiger, ein Wiedereinsteiger. Sorry Leute, ich habe immer noch so ein bisschen mal wieder ein bisschen im Frosch. Okay, schon wieder weg. Das hat sich immer gar nicht gelohnt hier. Okay, das passt. Wenn ihr Muni seht, sagt mir Bescheid. Oh, ein bisschen. Okay, machen wir es so, dann bleiben wir hier. Ah je. Wo rennt der Boss hin? Wo will er hin? Okay. Nehmen wir jetzt trotzdem mit. Ich hab das am liebsten, wenn die alle beide zusammenkommen eigentlich. Mal so lange laufen bei den Kopfkellern. Echt gespannt, ne? Hier so die vorletzte Manhunt vor dem Finale. Das ist noch mal was anderes, ne? Okay. Hier müssen wir außenrum. Nein, müssen wir nicht. Vergessen. Sehr gut. Ja, Spot. Mal hier. Okay. Doch wieder runter. Wasser. Der Spot hier sieht doch total geil aus, ne? Das, oh oh. Mit dem lege ich mich mal kurz nicht an.
weil er von dem hier gebufft wird. Na komm, ins Knie ist okay, oder was? Hinten am Arsch der Bild. Scheiße, da oben drauf ist Muni. Na, bisschen uncool. Oh. Wenn der Köder so gut ist, dann ist selbst, ja, komm, machst du hoch die Drohnen. Okay. Keine Muni. Ich will versuchen hier. Ja, der wird auf jeden Fall hier kommen. Ja. Jetzt wartet. Oh, der war gut, der war gut. Kurz abhauen. Dafür ist das Geschütz da, seht ihr? Irgendwann Geschütz muss kein ultra starkes sein. Hauptsache zieht ein bisschen Akku von euch weg und. Ach, der ist ein Sniper. Ah. Okay. Bin ich gespannt. Warum kam jetzt noch. Warum kamst du jetzt zweimal? That's another one down. Good job, Agent. Ja, vielleicht doppelt, weil uns das andere gefehlt hat in der letzten, also in den letzten beiden. Okay. New York Federal Reserve. Valentino Hurricane Clark. Okay. Let's go. Gehen wir es an. Oh, das ist ein bisschen weit. Das heißt, wir gehen von. Immer aus. Ein Pathway Park. So. Target ist near you. Wenn das Bild wechseln. Auf mein immer Heilhybrid. Ich normalerweise ich hab ein bisschen was so legendär ausprobiert mit dem Bild, was gut geklappt hat tatsächlich. Hat dafür einfach die normal habe ich da den Techniker drin. Hab die Minigun jetzt da drin und hat das abgespeichert. Geht aber tatsächlich auch gut. Nur der Heal ist dann ein bisschen. Der Heal ist dann ein bisschen weniger stark, ne? Okay, das hier sieht nicht danach aus. Ich hoffe, dass es wirklich irgendwann mal ein Game gibt, wo du hier, keine Ahnung, nur hier durch New York läufst und überall Türen siehst. Hier, da ist auch eine Tür und ein Gatter, dass man normalerweise hoch irgendwie. Hochschieben könnt oder kaputt machen könnt, dass man in das Gebäude reinkommt. Ne? Versteht ihr, dass alles extrem ressourcenabhängig ist, aber ich fände es absolut geil, wenn du in jedes fucking Gebäude rein könntest. Der Shit, ey. Oder hier sieht auf jeden Fall gut aus. Ah. Oh, ich habe gerade wieder ein bisschen Performance, macht gerade ein bisschen die Grätsche. Warum?
Wir waren schön mit den Riker beschäftigt, da kann ich ein bisschen ausnutzen. Ach, das war eine benannte Patrouille tatsächlich hier. So. Oh, 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 oh. Kommt noch mehr da raus? Zeigt, als ob da noch mehr werden. Hier. Gehören die gerade dazu? Ich weiß. Bin mir gerade nicht sicher. Okay. Oh. Geh doch zurück. Okay. Son Elmo ist schon Biest, gell? Das gute Handling und der Statuseffekt machen schon viel aus, ne? Ist nicht die stärkste. Wow, 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 wow. Oh fuck. Oh fuck, das ist nicht gut. Oh wow. War mehr als knapp. Sehr, hätte ich die Heilung zusätzlich jetzt nicht gehabt. Okay. Diese scheiß fucking Drohnen, ne? Ich hasse sie wie die Pest. Ich hab dann immer gesehen, wo der herkam. Okay, dann nochmal. Was sind wir wieder? Irgendwie sind die von hier. Ja, abgehauen. Die gehen an dem einen Spot. Der Kopf geht gerade nicht weiter. Okay, ich bin gerade ein bisschen überfordert, weil der Kopf geht eigentlich noch hinten ist. Ist das hier ein Loot Cave? Kann natürlich sein, dass Papa hier einen Loot Cave gefunden hat. Ich glaube, ich habe einen Loot Cave entdeckt. Ich weiß nicht, was hier abgeht. Okay, es ist so gewollt. Das war ein bisschen strange. Normalerweise war die Anzeige da hinten, dass da weitergeht. Hier kam ein bisschen was gut an Zeug. Okay. Nehmen wir mit, ne? Kommt man natürlich gut in die Tür drin halten. Das ist natürlich nice. Der Spot hier ist eh geil. Hier ist öfter mal ein anderes Kopfgeld. Ah. Hinter uns. Jetzt kommen wieder fast nur rote Gegner, ne? Schafft das nicht? Ah, okay. Lost a man here.
Der ist nochmal kurz aufgestanden, der wollte nochmal Hallo sagen. So, nehmen wir nochmal mit und dann ab nach unten. Ordentlich bisher. Und ist da. Hier war ich ewig schnell. Das ist so ein geiler Spot. Stellt euch vor, ihr lebt in der Postapokalypse und habt hier einen Goldbarren, der mehrere 10.000 Euro wert ist. Direkt vor euch liegen und ihr könnt einen Scheiß damit anfangen. Das ist so bitter. Ah. Oh wow, stimmt, aber. Ja, die mit ihrer Disruptor-Munition. Das ist übel. Der Spot ist der Hammer, ich muss den Hund direkt auseinandernehmen. Aber der kann. Okay, durch die tiefen Decken kann der eh nichts machen. Das passt. Jetzt ist er eh down. Oh, das war gut Damage. Ist uns einer um Kurven. Okay, da war der Boss. Machen wir den gleich. Hier, safe. Okay. Was los? 1 gegen 1? Nicht ganz. Wow, mit Exodrop. Natürlich, ne, Chamäleon beim, beim Kopfgeld. Neue Aufnahme untersuchen. Okay, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Ab nach Haven. Okay, schauen wir mal. Ob es klappt. The fuck? Before you say anything, I want you to take a deep breath and promise you'll keep an open mind. I need you to listen to me, to truly listen and be open to admitting that maybe, just maybe, you were wrong. I don't expect you to trust me, but I think we can help each other with our little hunter problem. Oh, I know you must be thinking, hey, what could Aaron Keener possibly tell me about the hunters that I don't already know? You think me and my rogues have been targeting the division? This couldn't be further from the truth, Faye. If you really want to stop the hunters, I can stop them. Well, I can't. But if we work together, we might stand a chance. What the fuck? Well, what the fuck?
Oh, okay. Unknown Presence detected, oder heißt, da kommt irgendjemand und sammelt sie auf. Und beim letzten müssen wir sie befreien, tatsächlich. Okay. Die Aufnahme von Kina, klar, die muss, vorher aufgenommen worden. 76%. Okay, gut. Mit 75 hätte ich gerechnet. Wir haben noch ein Geschenk bekommen, 1%. Nehmen wir natürlich, ne? Alles tut die. Ja. Was soll man dazu sagen? Die Story zieht richtig an. Ist auch cool. Spannend, was Kina da geplant hatte. Ja. Sehr, 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 sehr nice. Sehr nice. Ja. Bin gespannt. Bin gespannt, was ihr sagt zu der Fahndung, besonders was die Story angeht, weil die Mission an sich, das hier fand ich jetzt besser als letzte, als die letzte Fahndung von den Encountern her, aber es ist halt, da wäre halt so viel mehr möglich gewesen, ne? Deswegen bin ich so derb gespannt. Das Ganze hier wird uns Richtung DLC prügeln und hier ist die Brooklyn Bridge, hier geht's ab nach Brooklyn, hier wird das DLC stattfinden. Und ja, schauen wir mal. Leute, vielen, vielen Dank für alle, die jetzt noch da sind. Wer jetzt noch da ist und noch kein Abo hat auf dem Channel, dann lasst mir ein Like, lasst mir ein Abo da. Schaut gerne auf Discord und auch auf Twitch vorbei, wenn wir mal streamen. Und ich sag bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye.